Ich habe mir vor ein paar Jahren mal angewöhnt, meine Vorträge immer damit zu eröffnen, dass ich einen Bezug zu dem Tag herstelle, an dem der Vortrag stattfindet. Das heißt also, wenn ich einen Vortrag vorbereite, dann recherchiere ich immer, was für Jubiläen alles auf den Tag fallen, an dem der stattfinden wird. Und eins davon greife ich mir dann immer raus. Das passt dann immer so halbwegs, um eine Überleitung zu machen zu dem Vortragsthema. Und als Naturwissenschaftler, logisch, nehme ich dabei immer ganz besonders gerne Jubiläen aus der Wissenschafts- und Technikgeschichte. Heute allerdings würde ich gerne ein ganz persönliches Jubiläum benutzen, denn du hast es gerade schon anmoderiert. Vor exakt 10 Jahren war ich das letzte Mal auf der Chemiedozententagung, damals in Paderborn, und wurde dort mit einem der ADOC-Jahrespreise ausgezeichnet. Das Bild da ist aus jungen Jahren, aus dem Mitteilungsblatt meiner damaligen Forschungseinrichtung, dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Und mir wurde damals oft geraten, dass es gut und wichtig sei, an der Chemiedozententagung teilzunehmen für die Vernetzung und für den Aufbau einer eigenen Sichtbarkeit und letztlich auch einer eigenen Berufbarkeit. Und ich habe das immer ernst genommen, aber auch ganz einfach genossen. Den Austausch mit anderen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern über, ich sag mal, geteiltes Leid, geteilte Hoffnungen und geteilte Träume. Meine ganze Begeisterung, mein ganzer Fokus galt damals dem da, ne, schaltbare Mikrogelpartikel, die vielseitige Anwendungen eröffnen. Heute indes stehe ich vor Ihnen als Chemieprofessor und Klimaaktivist. Zumindest war so im letzten Jahr ein Titel in der FAZ, also ein Artikel in der FAZ übertitelt. Übrigens ein ganz toller Artikel. Es war aber dieser Titel, der mich so ein bisschen aufschrecken hat lassen. Und ich würde heute gerne mit Ihnen darüber reden, was es damit auf sich hat, wie es dazu kam und was das fortan bedeutet, für mich bedeutet. Das bringt uns zu einem schwierigen Thema, dem Thema Klima. Das ist ein Thema, das viele Menschen interessiert, aber auch ein Thema, das viele Menschen polarisiert. Und so möchte ich gerne den Vortrag heute einleiten mit einer Frage dazu an Sie. Dazu würde ich gerne ein Abstimmungstool nutzen, und hierzu ist da oben ein QR-Code gezeigt. Den können Sie mal mit einem internetfähigen Endgerät Ihrer Wahl einscannen. Alternativ können Sie auch einfach mit einem Browser händisch auf diese Seite da gehen, vote.ac, die da genannt ist. Das bringt Sie zu demselben Ziel. Und wenn Sie das jetzt gemacht haben, ich hoffe, das hat jetzt für alle soweit funktioniert, dann geht jetzt erstmal noch nichts abzustimmen, weil es noch nicht freigeschaltet ist. Aber gleich werden Sie abstimmen können zwischen 4 Antwortoptionen A, B, C, D zu folgender Einstiegsfrage. Welcher dieser 4 Aussagen stimmen Sie zu? So, ja, da haben wir das doch dreistellig hingekriegt. Dann letzte Chance hier noch letzte Stimmen abzugeben. Ansonsten schließen jetzt die Wahllokale. Hier 111, das ist eine schöne Zahl gerade in Mainz. Dann schauen wir mal aufs Abstimmungsergebnis. Das muss ich selber jetzt erstmal kurz auf mich wirken lassen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Abstimmung. Ich möchte es jetzt gar nicht diskutieren, das können wir total gerne nachher noch tun, weil ich glaube, die Diskussion würde dann so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber hinterher haben wir noch Gelegenheit, das zu diskutieren. Ich würde dem allerdings gerne noch eine zweite Frage an die Seite stellen. Das ist jetzt eine einfache Ja-Nein-Frage. Und das ist diese Frage hier. Haben Sie den sechsten, also sprich den letzten IPCC-Bericht gelesen oder zumindest eine seiner Kurzfassungen und aktuelle Publikationen zu Kollapsrisiken im Erdsystem wahrgenommen? Ja-Nein-Frage. Also es kam gerade schon der Einwand, das sind ja eigentlich 2 Fragen, stimmt auch. Ich habe sie jetzt mal zur Vereinfachung gepoolt. Ja? Und wir schauen auch hier auf das Ergebnis. Ja, auch das lasse ich kurz auf mich wirken. Ja, ganz herzlichen Dank für die Abstimmung. Ich finde es immer gut und wichtig, gerade wenn wir einen wissenschaftlichen Anspruch haben, dass bevor wir in Diskussionen über Themen, gerade über kontroverse Themen gehen, uns erstmal die Datenlage vor Augen führen. Und in Sachen Klima ist diese Datenlage echt beängstigend. Hier sind ein paar, also tagesaktuelle Daten, habe ich heute Nachmittag noch da reingemacht. Das sind die global gemittelten Tagestemperaturen über die letzten Jahrzehnte. Das geht 1940 los und hört halt 2024, am 11. März 2024 auf.
Und wir sehen da übrigens das Oszillationsmuster der Nordhalbkugel. Das ist global gemittelt, aber die Oszillationsamplitude auf der Südhalbkugel ist geringer als die auf der Nordhalbkugel, weil es auf der Nordhalbkugel mehr Landmassen gibt. Deswegen sehen wir das Muster der Nordhalbkugel da von den Jahreszeiten. Und ja, jede Datenreihe ist ein Jahr. Und auch ohne das jetzt noch eigens farbig zu markieren, können Sie sich schon denken, das nimmt von unten nach oben zu. Und was besonders erschreckend und beängstigend ist, also ich finde es beängstigend, ist dieses, was auch immer da passiert ist im letzten Sommer. Es hat einen krassen Sprung der Temperaturen nach oben gegeben. Wir sehen, wie die Kurve von 2023 da deutlich heraussticht und noch deutlicher sticht der Teil von 2024 heraus, der eben schon als Daten existiert. Die letzten 12 Monate waren im Mittel 1,55 Grad wärmer oder heißer als der vorindustrielle Durchschnitt. Phasenweise war es über 2 Grad wärmer und der letzte Monat, der Februar 24, war 1,77 Grad wärmer als der vorindustrielle Durchschnitt. Das gleiche zeigt sich auch bei den Meerestemperaturen, das ist hier gezeigt. Auch da sehen wir die Kurven von 23 und der Teil von 24, der eben schon da ist, deutlich herausstechen. Diese gepunktete Linie da unten, das ist ein 30-Jahres-Mittel von den Jahren 1981 bis 2011. Und das ist ja schon erhöht, ne, gegenüber dem vorindustriellen Zeitraum. Und was da als Einhüllende gezeigt ist, gestrichelt, das sind 2 Standardabweichungen in jede Richtung, also plus minus 2 Sigma. Und wir sehen, dass also das Jahr 23 und 24 deutlich jenseits dieses Korridors liegt. Das lag phasenweise bis zu 6 Sigma darüber. Also wer irgendwas mit Statistik zu tun hat, wenn Sie das einfach mal abbilden auf statistische Auswertung von Daten, die Sie so kennen, wenn Sie da eine 6 Sigma Abweichung haben, dann können Sie das vielleicht einordnen, was das bedeutet. Und es hat auch jüngst Publikationen gegeben in sehr renommierten wissenschaftlichen Journalen, nicht die ersten ihrer Art, aber halt einfach aktuelle, deswegen zitiere ich sie jetzt hier, über Kollapsrisiken in Teilen des Erdsystems, beispielsweise in dessen Biosphäre, in dessen Kryosphäre und in dessen Hydrosphäre. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das klar machen und vor dem Hintergrund so einer Datenlage vielleicht auch mal selbstkritisch die eigene Meinung reflektieren, wenn wir beispielsweise auf solche Abstimmungsergebnisse schauen. Mir kommt dabei immer das sehr lesenswerte Buch Klartext Klima von Sarah Schurmann in den Sinn. Da sind ganz viele inspirierende Gedanken drin. Unter anderem unterscheidet sie dort zwischen 3 Personengruppen so in Bezug auf den Klimadiskurs. Für die erste Personengruppe sind die klimatischen Veränderungen fern und abstrakt. Vertreterinnen und Vertreter dieser Personengruppe sprechen beständig vom Klimawandel im Sinne einer langsamen und als linear empfundenen Veränderung, die in der Wahrnehmung dieser Personengruppe ja vielleicht sogar auch Chancen bietet. Die zweite Personengruppe nimmt es schon konkreter wahr, aber immer noch nicht sehr akut. Sie sehen vor allem die Enkelgeneration davon betroffen und hat die Auffassung, es gäbe auch noch Jahrzehnte Zeit. Stichwort Klimaneutralität 2050, ne? Das impliziert ja so ein bisschen, dass wir uns ab 2050 dann anfangen müssen, Sorgen zu machen, aber es sind ja noch 2,5 Jahrzehnte Zeit bis 2050. Vertreterinnen und Vertreter dieser Personengruppe haben schon ein schlechtes Gewissen beim Fliegen, aber essen dafür kein Fleisch oder umgekehrt. Und vor allem ist die Wahrnehmung bei Vertreterinnen und Vertretern dieser Personengruppe, dass, wenn es wirklich hart auf hart kommt, sich schon jemand kümmern wird, oder? Nur die dritte Personengruppe, die zahlenmäßig absolut in der Unterzahl ist, nimmt die klimatischen Veränderungen konkret und akut wahr, bildet sie auf die eigene Lebenswirklichkeit ab in den nächsten wenigen Jahrzehnten und vielleicht am wichtigsten lässt das auch emotional zu. In den Augen der Vertreterinnen und Vertreter der ersten beiden Personengruppen gelten diese Personen als Alarmisten. Aber mit Blick auf wissenschaftliche Daten sind Sie vielleicht am nächsten dran. Ich finde es immer wichtig, sich das klarzumachen, gerade wenn wir einen wissenschaftlichen Anspruch haben. Mir selber war das alles lange Zeit nicht klar. Ich habe es ja eingangs erwähnt, meine ganze Begeisterung, mein ganzer Fokus galt dem wissenschaftlichen Leben und Treiben, der Forschung, der Lehre, der akademischen Vernetzung und Mikrogelpartikeln, die mannigfaltige Anwendungen versprechen, ne? Also dieses Bild habe ich ganz oft bei Vorträgen gezeigt, übrigens auch bei dem Preisvortrag zum ADOC-Preis vor 10 Jahren.
Das ist so ein Schema, ne? Mikrogelpartikel, also dreidimensional verknüpfte Polymernetzwerke in einem Lösungsmittel gequollen. Oft, nicht immer, aber oft ist dieses Lösungsmittel Wasser, das ist hier durch die blaue Farbe angedeutet. Und was mich besonders fasziniert hat und auch immer noch besonders fasziniert, sind solche Gele, solche Mikrogele, die aktiv sind, die irgendwas tun können. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Arten, wie das erreicht werden kann. Eine Art ist, wenn die Polymernetzketten, aus denen das Netzwerk besteht, auf eine sehr delikate Art mit dem umgebenden Lösungsmittel wechselwirken können. Und diese Wechselwirkung schaltbar ist von einem Zustand, wo das eine günstige Wechselwirkung ist, zu einem Zustand, wo es nicht mehr eine günstige Wechselwirkung ist, dann zieht das einen dezidierten Quellungs-Entquellungsvorgang nach sich. Und das ist ja schon eine Funktion, die so ein Gel oder Mikrogel dann ausführt. Und eine andere Art, Funktionalität in solchen Systemen zu erreichen, ist, wenn die Netzknoten, also die Motive im Netzwerk, die die Ketten zusammenhalten, wenn das nicht kovalente und damit permanente chemische Bindungen sind, sondern transiente, supramolekulare Wechselwirkungen, das gibt dem Material ja schon inhärent eine Dynamik und verleiht ihm beispielsweise Selbstheilungsfähigkeit. Und diese chemischen Gleichgewichte sind natürlich auch besonders gut schaltbar, beispielsweise dergestalt so ein Gel komplett aufzulösen, um beispielsweise ein Additiv freizusetzen, was da eingekapselt ist. Und über, ich muss mittlerweile sagen, Jahrzehnte, war es mein ganzer Fokus, Querbeziehungen aufzuklären zwischen der Struktur, vor allem der mikroskopischen und nanoskopischen Struktur, der Dynamik und den Eigenschaften solcher Materialien am Grenzgebiet zwischen polymerphysikalischer Chemie und supramolekularer Chemie. Gar nicht so sehr im Hinblick auf vielseitige Anwendungen zu erschließen, sondern eher einfach aus Neugier. Aus dem Wunsch, ich würde gerne einfach verstehen, wie sich der chemische Aufbau und die nanoskopische Struktur solcher Materialien übersetzt in Eigenschaften. Dass das auch für Anwendungen gut ist, ist schön, kann man auch gerne machen. Mich fasziniert es einfach und ich möchte es einfach gerne verstehen. Und da haben wir viel Forschungsaufwand betrieben. Mit aufwendigen Techniken haben wir tief in solche Materialien reingeguckt. Hier ist ein Bild gezeigt von einer Vielwinkel-Lichtstreuanlage, die ich in Mainz von meinem Vorgänger Manfred Schmidt übernehmen durfte, wo wir also im Wortsinn fast schon aus vielen Blickwinkeln tief in solche Materialien reinschauen, um deren Nanostruktur aufzuklären. Wir nutzen optische Methoden, beispielsweise Lasermikroskopie, um einzelne Ketten in solchen Netzwerkverbünden zu manipulieren und zu observieren, also zu beobachten, beispielsweise im Hinblick auf ihre Dynamik, auf ihre Beweglichkeit, vor allem unter Fragestellungen wie wechselwirkt mechanische Verhakung und supramolekulare Vernetzung, wie wirkt sich das auf die Dynamik solcher Ketten aus und wie übersetzt sich das dann in beispielsweise Selbstheilungseigenschaften der Materialien, die daraus aufgebaut sind. Welche Rolle spielen Defekte, Konnektivitätsdefekte in solchen Netzwerken? Wie begünstigt das Kettenmobilität? Und umgekehrt, welche Rolle spielt das Clustering, die Stapelbildung von den Vernetzermotiven? Das sind ja oft flache Pi-Aromaten, die können gut stapeln. Wie verstärkt das solche Materialien? Und können wir das alles miteinander ins Konzert bringen, um durch Kontrolle des chemischen Aufbaus, der supramolekularen Chemie, der Mikro-Nanostruktur dieser Materialien, Designermaterialien herzustellen mit maßgeschneiderten Eigenschaftsprofilen? Beispielsweise im Biomaterialienbereich. Eine andere Art der Formgebung, die wir benutzen, oder eine andere Art der Strukturkontrolle ist Formgebung durch Tröpfchenmikrofluidik. Das ist hier gezeigt, das ist ein Tropfenmikrofluidik-Experiment. Von rechts unten kommt eine Zellsuspension rein, von links oben kommt eine Polymerlösung rein. Das Ganze wird zu Tröpfchen emulsifiziert und ein bisschen Strom abwärts kommt dann noch ein supramolekularer Vernetzer dazu und geht es noch durch so einen Zickzack-Kanal, um zu durchmischen. Und was dabei entsteht, sind Mikrogelpartikel, die beladen sind mit lebenden Zellen. Was da grün gezeigt ist, sind lebende Zellen, rot sind tote Zellen. Also wir sehen, die meisten haben diesen Prozess überlebt. Und die Reversibilität der Vernetzung erlaubt es auch, diese Gelpartikel wieder aufzulesen, um die Zellen wieder freizusetzen und auf diese Art und Weise also Zellen für eine bestimmte Zeit in einem Mikrogel-Kompartment zu immobilisieren, um sie zu studieren und vielleicht sogar zu manipulieren, beispielsweise dergestalt durch die mechanische Beschaffenheit des umgebenden Gelmediums Stammzellen zu sagen, was sie mal werden sollen. Und auch das wirft ja den Schatten voraus für faszinierende Biomaterialentwicklung. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann habe ich vor einigen Jahren mal in einem Editorial-Artikel geschrieben, dass wenn wir das uns vor Augen führen, then we may envision greater ideas that further widen the arc from macromolecules over materials to systems to whatever is imaginable beyond. Wenn ich diese ganze Forschung mal in einem Symbolbild visualisieren sollte, dann wäre das das da. Das ist das schöne Bild Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich, ein Bild, das ich erstmal ästhetisch sehr ansprechend finde und auch symbolisch sehr ansprechend finde, weil ich finde, das ist eine super Visualisierung für die Art von Forschung, wie sie mich lange fasziniert hat und ich würde sagen generell für die akademische Forschung. Neugiergetriebenes Voranschreiten, um Einblicke zu erhalten in den Nebel der Unkenntnis.
Also da so ein Einblick und da so ein Einblick und zu sehen, ach, das beides hängt zusammen. Nun gibt es aber noch ein großes Ganzes ringsum. Und das große Ganze ringsum, um in dem Bild zu bleiben, sieht so aus. Das ist eine Adaption des Bildes Wanderer über dem Nebelmeer von einem spanischen Künstler, der mir vor ein paar Jahren auch übrigens mal persönlich erlaubt hat, das Bild zu benutzen für Vorträge wie heute. Es war im Herbst 2020 mal auf dem Titel der Zeit auch. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine Visualisierung der Daten, die wir vorhin gesehen haben. Das ist die Situation, in der sich das große Ganze ringsum befindet. Das war mir aber lange Zeit nicht klar. Meine Welt sah so aus. Ne? War erfüllt von der Begeisterung für das akademische Treiben, für das Vernetzen. Ich sage immer so schön, das vielleicht größte Problem, was ich damals hatte mit 8-Stunden-Flügen für irgendwelche 15-Minuten-Vorträge an interessanten Orten der Welt, war der Jetlag. Weil mir diese Situation nicht klar war und ich sie deshalb auch nicht abbilden konnte auf meine eigene Lebensrealität. Es wurde mir klar im Herbst 2019 durch eine besondere Vorlesung. Im Herbst 2019 gab es von den Scientists for Future einen E-Mail-Aufruf an Universitätsdozierende, sich an einer Aktion namens Lectures for Future zu beteiligen. Und damals an einem besonderen Tag. Und das hab ich gedacht, das finde ich irgendwie eine sympathische Aktion. Da machst du mal mit, da machst du mal eine Sonderstunde zum Thema physikalische Chemie des Klimawandels. Also Klima ist ja ein Thema, das interessiert gerade viele Menschen. 2019 hat das ja sehr viele Menschen interessiert. Da dachte ich, da kannst du denen ja daran dann physikalische Chemie beibringen. Und bei der Vorbereitung dieser Vorlesung, da ist bei mir der Groschen gefallen. Da ist mir zum ersten Mal klar geworden, wo wir als Menschheit klimatisch eigentlich stehen. Und noch viel mehr, wohin der Kurs führt. Und ich habe dann, danach kam dann die Corona-Zeit, da hatten wir alle gezwungenermaßen viel Zeit nachzudenken. Da habe ich das weiter durchdacht und dann angefangen, das auf meine eigene Lebensrealität abzubilden. Und das hat mich, ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, an den Rand einer Depression gebracht. Das abzubilden, was es für mich, für meine Kinder, für meine Familie, für mein eigenes Umfeld bedeutet, für die Menschen, die mir lieb und teuer sind. Und dann setzt ein langer Reflexionsprozess ein, dahingehend, was machst du jetzt damit? Der hatte natürlich viele Ergebnisse. Ein Ergebnis ist, was machst du damit in deiner Forschung? Kannst du in deiner Forschung Beiträge leisten, um diesem Problem zu begegnen? Und das hat mich dazu geführt, mich davon abzuwenden, einfach nur verstehen zu wollen, wie die Struktureigenschaftsbeziehungen von Polymermaterialien sind, sondern zu schauen, wo genau kann das den Menschen helfen in dieser Situation, in der wir uns befinden. Und ein großes Folgeproblem der Klimakrise ist Wasserknappheit. Bereits heute erleidet die Hälfte der Weltbevölkerung irgendeine Form von Wasserknappheit und bis 2030 werden 40% der Menschen Wasserunterversorgung erleiden. Und noch 10 Jahre weiter ist die Situation hier grafisch dargestellt. Nun kennen wir uns ja ganz gut mit Hydrogelen aus, mit Mikrogelpartikeln. Und die Idee ist, können wir solche Mikrogelpartikel benutzen, um Wasser bereitzustellen. Die quellen ja in Wasser und wenn es sich dabei um Salzwasser handelt und die Partikel Ladungen enthalten, stoßen sie aufgrund des Dorneneffekts die Ladungen im Salzwasser ab, quellen also nur in entsalzenem Wasser. Und wenn es uns jetzt gelingt, das Wasser da wieder rauszuholen, dann haben wir es entsalzen. Und das Schöne ist, dass dieser Prozess ist ja dann neu durchführbar. Ne? Die Partikel liegen dann wieder in dem Zustand vor wie vorher, können wir also einen zweiten Zyklus machen. Die Herausforderung dabei ist, während der erste Schritt, der Quellungsschritt, freiwillig passiert, ist der zweite Schritt nicht freiwillig. Wir müssen das Wasser da irgendwie rauspressen durch mechanischen Druck, der ja gar nicht mal so niedrig ist. Und der Gedanke, der uns dann kam, ist, na Moment, wir kennen uns ja inzwischen ganz gut aus mit schaltbaren Materialien, beispielsweise thermisch schaltbaren Materialien. Können wir das nicht so machen, dass beide Schritte freiwillig sind, halt einfach bei unterschiedlichen Temperaturen? Also dass bei der einen Temperatur das Quellen freiwillig erfolgt und bei einer anderen Temperatur das Endquellen freiwillig erfolgt. Dann brauchen wir nur einen Temperaturunterschied, um diesen Prozess anzutreiben. Und es gibt einen Temperaturunterschied, den schenkt uns die Natur jeden Tag, den Tag-Nacht-Wechsel. Und hier ist ein Forschungsprojekt, das BMBF gefördert ist, das zum Ziel hat, das nutzbar zu machen für Menschen in einer der meist betroffenen Regionen der Welt, dem Mittleren und Nahen Osten, um eine Technologie zu schaffen, mit der sich Menschen vor Ort sozusagen autark in kleinen Siedlungen bis hin zu Einzelhaushalten mit Trinkwasser versorgen können. Einfach, dass der Quellungsvorgang bei einer Temperatur, zum Beispiel bei der Tagtemperatur, funktioniert und der Endquellungsschritt
bei einer anderen Temperatur, beispielsweise der Nachttemperatur, funktioniert oder umgekehrt, geht genauso. Und das ist ein Forschungsprojekt, was vom BMBF gefördert wird, was mit Partnergruppen aus dem Mittleren und Nahen Osten bearbeitet wird. Und das ist mir selber ein riesengroßes Herzensprojekt, diese Lösung für Menschen in einer betroffenen Region zu schaffen. Ziel des Projektes ist es, einen Labordemonstrator zu konstruieren. Eine Vorversion davon ist da gezeigt. Es gibt inzwischen sogar auch einen größeren, der eine Kapazität von so einigen 10 bis 100 Liter pro Tag hat. Denn da ist es nicht mehr weit zur Kapazität von einigen 10.000 Litern pro Tag. Und das ist das, was gebraucht wird. Und das ist typischerweise diese Skalierungsgrößenordnung, die dann ein Industriepartner machen kann. Und da sind wir im Moment ganz konkret auf der Suche. Falls jemand wen kennt, der wen kennt. Wir suchen im Moment ein Unternehmen, das da Interesse hat, einzusteigen und das mit uns zu den Menschen zu bringen. Es ist mir auch ein Anliegen, sowas in der Lehre zu vermitteln. Und mit ganz viel Freude und auch Stolz bin ich Mitinitiator eines Zukunftsmoduls für Klimabildung in Mainz, wo wir also von Dozierenden all unserer Fachbereiche, für Studierende aller Fachbereiche, verschiedenste Aspekte von Klimabildung vermitteln. Ich selber gehe da total gern hin als Hörer, weil ich selber gerne was lernen will, wie die Klimaproblematik beispielsweise im juristischen Bereich Auswirkungen hat oder im ökonomischen Bereich oder im Medizinbereich oder sowas. Das wird also da dargeboten. Und wir brauchen bei sowas, wenn wir über Lehre reden, brauchen wir immer Zahlen. Ne? Das sind die Belegungszahlen aus dem aktuellen Semester. Wir sehen, Studierende all unserer 10 Fachbereiche belegen das. Die Chemie ist übrigens gar nicht so schlecht dabei von den Belegungszahlen her. Ist fast eine vierstellige Belegungszahl. Im Semester davor war sie knapp vierstellig. Und was ganz besonders schön ist, wir haben eine ungefähr doppelt so hohe Zahl noch von externen Einschreibungen und noch mal eine viel höhere Zahl von externen Views auf YouTube. Jede dieser Vorlesungseinheiten wird von einem professionellen Kamerateam vom offenen Kanal Mainz auf YouTube übertragen. Und die View-Zahlen, die finde ich, können Sie schon sehen lassen. Ich bin selber dann auch noch aktiv als Klima- und Wissenschaftskommunikator an der Schnittstelle, wenn es dann so zur Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft kommt. Beispielsweise haben wir mal im Jahr 2022 eine große Podiumsdiskussion gehabt mit Harald Lesch zur Frage, muss Wissenschaft lauter werden vor diesem ganzen Hintergrund? Ein Jahr später gab es eine Folge der Veranstaltung noch davon zur Frage, was ist eigentlich die Aufgabe von Wissenschaft im krisengeladenen 21. Jahrhundert? Follow the science? Fragezeichen, Wissenschaft in Multikrisenzeiten. Und ich selber diskutiere dann auch noch an der Schnittstelle zur Politik, beispielsweise hier mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zur Frage, ich bin ja auch für Klimaschutz, aber... Und wenn man sich so engagiert, dann dauert es nicht lange, bis man als Aktivist bezeichnet wird. Und ich muss zugeben, dass ich da anfangs Probleme mit hatte. Diese Bezeichnung als Aktivist, das fand ich immer so ein bisschen diskreditierend. Bis ich mir mal klargemacht habe, nö, ist eigentlich eine gute Bezeichnung. Und zwar für uns alle. Denn wir sind alle Aktivisten. Denn jedes Handeln von uns und jedes Nichthandeln von uns trägt ja dazu bei, in welche Zukunft wir steuern. Insofern sind wir alle in jedem Moment unseres Daseins, ob wir es wollen oder nicht, Aktivisten, weil wir alle immer eine Rolle als aktive Handelnde haben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das klar und bewusst machen, denn das Klimathema ist ein Thema, das uns alle betrifft. Es gibt diesen schönen Spruch, die Physik gilt für alle, auch für die, die sie nicht verstehen. Und Klimaschutz ist ein Thema, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Jahrzehnte dauert. Und das braucht breite, stabile, lang andauernde, robuste gesellschaftliche Mehrheiten. Und Demokratie ist die Suche genau danach. Und hier haben wir alle eine gemeinsame demokratische Verantwortung. Das Schöne dabei ist, die gute Nachricht zum Schluss dabei ist, man muss das nicht alleine tun. Es gibt eine Vielzahl von ganz wundervollen Gruppen, die sich dem Klimaschutz widmen. Und wer anfängt, hier tätig zu werden, der trifft dabei auf das vielleicht Schönste, was es dabei gibt. Auf die wundervollsten Menschen, die Sie sich vorstellen können. Menschen, die engagiert sind, die offenherzig sind, die mitfühlend sind, die dir auch keinen Eigensinn und keine Hintergedanken unterstellen, wenn du mal einen Vorschlag machst, sondern die trotz all der schlechten Aussichten, die in ihrer ganzen Brutalität wohlbekannt sind, nichtsdestotrotz Optimisten und Idealisten sind. Weil wenn sie das nicht wären, dann würden sie sich einfach in so Untergangsfatalismus ergehen. Und ich denke, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen mehr aktives Engagement und mehr Optimisten und mehr Idealisten. Fühlen Sie sich, fühlt ihr euch ganz herzlich dazu eingeladen und auch aufgefordert.
Es braucht jetzt alle. Alle, die dafür noch erreichbar sind. Ganz herzlichen Dank, dass ich das heute Abend mit Ihnen teilen durfte. Vielen Dank.